Hi zusammen, hier ist der Mio, das hier ist Onkel Gerhard und wir sind hier in Altshausen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so um die Mittagszeit an einem romantischen Plätzchen mit Onkel Gerhard hier ein Video drehe, aber jetzt seid ihr... Oh! Hast was vergessen. Es ist Picknick angesagt. Also ich kenne mich hier nicht aus, aber also ich wurde quasi ausgesetzt und wir sind hier am, wie nennt sich das, in Altshausen? Altshausen am Weiher. Weiher. Das ist auch der einzige Weiher, oder? Das ist der, ja, es gibt hier in der Gegend noch viele andere Weiher, ja. Aber wenn man ganz korrekt ist, würde es Alter Weiher heißen. Aber also ich bin ja nicht so, ich sage Altshausen, Altshauser Weiher. Aber es gibt hier jemand, hoffentlich sieht er das Video nicht, der nimmt es sehr wörtlich, wenn ich habe das schon mal, oder sehr ernst. Ich habe das schon mal erwähnt in ein paar Fotos als Unterschrift, ja. Altshauser Weiher. Und dann hat er immer drunter geschrieben im Kommentar, das heißt Alter Weiher. Also richtig, okay, Altshauser Weiher. Geschichtsträchtig. Aber es hat für uns auch eine besondere Bedeutung. Ich weiß, ich gucke immer, ne, Gerhards Bilder, wenn der was postet. Gut, wir machen ja auch zusammen Videos, aber wenn Gerhard was postet, erscheint es meistens bei mir auf der Timeline. Und da war halt genau dieser Weiher. Und Gerhard hat dazu aufgerufen, sozusagen abzustimmen, weil du mal wieder bei der Landesschau Baden-Württemberg, ja, für das Wetterfoto des Monats. Genau. Und ich weiß, letztes Jahr, ne? Da hat er gewonnen. Ja. Und zwar mit dem Bild von der Burg Hohenzollern. Das blenden wir jetzt ein. Da war es bei uns auf dem Workshop. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe mir die anderen Fotos angeguckt und habe gedacht, okay, das wird wieder sozusagen ein Durchmarsch werden. War es dann auch. Und dann habe ich dann gesagt, okay, Gerhard, herzlichen Glückwunsch. Das zweite Mal, dass du gewonnen hast. Und was hast du dann geschrieben? Vierte Mal. Und eine Stunde später habe ich mich korrigieren müssen. Es war das fünfte Mal inzwischen. Okay, also insofern Landesschau Baden-Württemberg. Der Mann hier, der hat vielleicht noch eine Karriere bei euch verdient. Die grauen, trüben Wolken spiegeln sich im Altshauser Weiher. Eines der Lieblingsmotive von Hobbyfotograf Gerhard Dutschke. Insgesamt ist er schon fünfmal zum Landesschau-Wetterfotograf des Monats gewählt worden. Der 64-Jährige wohnt hier um die Ecke, er ist auch als Zauberer unterwegs und gibt dazu Fotokurse im Internet. Das Siegerfoto. Welch ein Unterschied. Mitte April sah es an gleicher Stelle so aus. Satte Farben statt langweiligem Grau. Ich finde Farben echt grandios und an so einem grauen Tag wie heute, da wirkt dieses Bild noch mehr. Wie ist es für Sie, wenn Sie auf Fototour sind, haben Sie dann auch ein Gespür, einen Sinn für die Stimmung oder sehen Sie nur die Fotos? Ein gewisses Gespür hat man dann schon, oder eher, ich möchte mal sagen, ein Bewusstsein für die ganze Umgebung, für die, auch die Details, die Lichtstimmungen. Das heißt, ich bin öfters mal auf Fototour unterwegs, ohne dass vielleicht hinterher ein Ergebnis rauskommt, ein gutes Ergebnis. Ist eigentlich irgendwie aber egal, weil die Zeit, wo man unterwegs ist, man kann, das ist wie eine Art Fastmeditation, man kann da abschalten vom Alltag, man sieht Details bewusst und das macht einfach einen riesen Spaß. Bei dem Bild, das war halt so intensiv, da haben wir gedacht, okay, warum das Bild jetzt nicht dazu nehmen, sozusagen die Bearbeitung nochmal zu zeigen? Ja, das können wir mal machen. Aber du hast mir heute Morgen noch was dazu gesagt, wenn du es nochmal machen würdest. Zur Bearbeitung. Ja. Wie ich das mit was? Achso, mit diesem, wie sagt man? Mit diesem. Ja, du würdest es heute anders machen, ach so, als ja, obwohl. Ich würde das, genau, jetzt habe ich es wieder. Ich würde das Bild heute, wobei es noch gar nicht so lange her ist, jetzt drei, vier Wochen her, seit ich das Bild gemacht habe, ich würde es heute schon wieder ein bisschen anders machen, das heißt nicht so viel scharf. Ich habe irgendwie den Eindruck, es ist ein bisschen überschärft. Die Wolken sind überschärft. Und jetzt, Moment, zu Wolken, da kann ich mich erinnern, vor zwei, drei Wochen habe ich auch ein Video von dir angeschaut. Ja. Und er sagt, wenn die Wolken überschärft sind, das mag ich gar nicht. Und das habe ich. Ja, aber das ist normal, weil es ist stimmungsabhängig. Und du hast es bei einer bestimmten Stimmung halt auch gemacht und uns geht es auch so, man guckt einen Tag später drüber und wird es natürlich wieder anders machen. Das heißt aber nicht, dass das Bild, was man eingereicht hat, schlecht ist, hat ja auch gewonnen. Und das heißt jetzt nicht irritiert sein, Gerhard
wird jetzt die Bildbearbeitung zeigen. Und das Ergebnis wird vielleicht ein kleines bisschen anders aussehen. Also seine Aufgabe besteht nicht darin, das Bild exakt zu kopieren, sondern halt auch intensiv dann zu bearbeiten. Das kommt auch bei mir jedes Mal anders raus. Aber der Himmel war nicht ausgetauscht, oder? Das war doch so ein Standardhimmel von euch. Please, nee. Also, nee, war nicht ausgetauscht, ist alles echt, Himmel auch echt. Für die Leute der naturverbundenen und echten Fotografie, also da wurden keine Pixel verschoben. Deswegen viel Spaß, Film ab. Dieses Bild habe ich am Weiher von Altshausen aufgenommen. Pavel sagte mal, Sonnenuntergänge sind langweilig. Mit dieser Aussage im Hinterkopf lag das Bild bei mir erst einmal ein paar Tage auf der Festplatte, bis ich mich traute, das Bild zu bearbeiten und zu posten. Das Bild schickte ich auch an die Landesschau Baden-Württemberg, wo es von den Zuschauern zum Wetterfoto des Monats gewählt wurde. Kürzlich habe ich Pavel daran erinnert, dass er mal sagte, Sonnenuntergänge seien langweilig. Er meinte dann nur, ja, da sind sie auch. Schauen wir uns zuerst einmal die Grundeinstellungen an, die ich jetzt hier bei diesem Bild verwendet habe. Die Belichtung habe ich nur leicht erhöht, habe aber die Lichter nach unten gezogen, die Tiefen nach oben. Das Weiß habe ich hier leicht verstärkt. Dann habe ich hier noch Struktur und Klarheit etwas erhöht und natürlich auch die Dynamik. Bei den Details habe ich hier mit diesen Werten nachgeschärft. Die Luminanz habe ich auf 20 gesetzt, weil wir haben hier ISO 320, einfach um das Bildrauschen zu vermeiden. Bei den HSL-Einstellungen habe ich die Luminanz von den Aquamarintönen und Blautönen reduziert. Bei Sättigung habe ich die ganzen relevanten Farben nach oben gezogen, die Werte könnt ihr hier sehen. Und bei Farbton habe ich die Gelbtöne Richtung Orange verschoben, damit das noch ein bisschen eine angenehmere Farbe gibt. Bei Objektivkorrekturen habe ich standardmäßig das Häkchen hier bei chromatische Aberration entfernen gesetzt. Das mache ich eigentlich immer. Der Himmel sieht jetzt so schon ganz gut aus, aber dieser Uferbereich hier ist mir jetzt noch viel zu dunkel. Und um das jetzt zu ändern, verwende ich jetzt ein Werkzeug, nämlich das Bereichsmaskenwerkzeug. Zum Thema Bereichsmassen gibt es bereits ein YouTube-Video von Pavel und Mio, wo das Ganze ausführlich behandelt wird. Mit Steuerung und Minus verkleinere ich jetzt mal das Bild und nun klicke ich hier oben auf Verlaufsfilter und ziehe außerhalb vom Bild einen kleinen Verlauf, so ungefähr, damit jetzt das ganze Bild hier erfasst wird. Und wenn ich jetzt diese Regler hier verändere, achte ich nur mal auf diesen Uferbereich. Der Himmel ist mir im Moment egal. Die Belichtung ziehe ich mal ganz leicht nach oben, so ungefähr, na, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich möchte das nur relativ dezent haben. Die Tiefen kann man auch erhöhen, verstärken und vielleicht auch ein bisschen Weiß dazu. Um die warme Stimmung noch etwas zu verstärken, gebe ich noch etwas Farbe dazu. Dazu gehe ich hier mal auf das Feld Farbe, klicke hier drauf. Und gehe mal mit der Pipette hier in diesen Bereich rein, in diese orangenen Töne. So ungefähr. Und nun klicke ich hier auf Bereichsmaske und gehe hier auf Luminanz. Die Aufhellung soll jetzt nicht auf den Himmel wirken, sondern nur auf das dunkle Ufer. Und das erreiche ich jetzt, indem ich jetzt diesen Regler in Richtung Tiefen verschiebe. So ungefähr. Schaut mal, wie das jetzt wirkt, wenn ich hier mal ein- und ausblende. So sauber kann man jetzt nur mit einer Bereichsmaske maskieren. Gehen wir mal wieder mit Steuerung 0 auf die volle Ansicht. Und jetzt würde ich gerne in diesem Bereich bei den Häusern noch etwas mehr Licht reingeben. Und das mache ich jetzt mit einem Radialfilter. Ich ziehe mal hier einen Radialfilter so in diesem Bereich hier auf. Verschieben wir vielleicht noch ein bisschen hier weiter rüber. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht können wir sogar die gleichen Werte übernehmen. Ich würde hier vielleicht noch ein bisschen erhöhen, ja, nicht viel, das reicht eigentlich auch. Weiß können wir so lassen und auch die Farbe lassen wir hier so. Und jetzt blenden wir hier mal ein und aus und da sieht man schon einen kleinen Unterschied. So gefällt mir jetzt das Bild eigentlich schon ganz gut, aber schauen wir mal, ob in Photoshop noch was möglich ist. Öffnen wir dazu einmal das Bild in Photoshop. So, da sind wir jetzt also in Photoshop und hier möchte ich die abendliche Lichtstimmung im Bild noch etwas mehr hervorheben. Dazu dupliziere ich jetzt erst einmal die Hintergrundebene mit STRG und J und arbeite mit dieser Kopie der Ebene dann weiter.
Und jetzt lege ich zuerst mal eine Color Lookup Einstellungsebene an mit dem Color Lookup Late Sunset. Die Ebenenfüllmethode für diese Ebene setze ich hier mal jetzt auf weiches Licht. Das ist jetzt natürlich viel zu heftig und deshalb reduziere ich jetzt mal die Deckkraft relativ stark, sagen wir mal so auf ca. ja, so 16%. Der Color Lookup soll jetzt nämlich nur dezent wirken. In der Mitte des Bildes würde ich gerne das wärmere Licht noch etwas mehr betonen, sodass der Farbkontrast von Blau und Orange noch etwas intensiver wirkt. Und das mache ich jetzt mit einer weiteren Color Lookup Einstellungsebene und in diesem Fall wähle ich jetzt mal Full Colors, besser bekannt auch als Mios Lieblings-Color Lookup. Auch hier nehme ich jetzt nicht die volle Deckkraft, sondern reduziere jetzt die Deckkraft, sagen wir mal so ungefähr auf 30%. Wie schon gesagt, möchte ich jetzt dieses warme Licht nur in der Mitte des Bildes haben. Ich wähle jetzt also erstmal einen Verlauf, Vordergrundfarbe schwarz, das heißt, ich wechsle mit der Taste X auf die Vordergrundfarbe schwarz, der Verlauf schwarz auf transparent und dann ziehe ich von oben in das Bild mit gedrückter Umstelltaste einen Verlauf hinein. Von unten machen wir genau dasselbe, das heißt Umstelltaste gedrückt halten oder Umschalttaste und von unten einen Verlauf auch bis ungefähr in die Mitte des Bildes. Und das sieht jetzt schon ganz gut aus. Ich denke, man könnte jetzt aber hier in den Bereich der Häuser noch ein bisschen mehr Licht reingeben. Und das mache ich jetzt mal so. Ich gehe mal zum Auswahlwerkzeug Ellipse und ziehe mal hier grob eine Auswahl, so in diesem Bereich. Mit dieser Auswahl lege ich jetzt eine Tonwertkorrektur-Einstellungsebene an und gehe mal mit den Lichtern ein bisschen nach oben, so ungefähr, ja, ein bisschen weniger vielleicht, auch mit den Mitteltönen vielleicht auch noch ein kleines bisschen höher, ein bisschen heller. Wenn wir jetzt diese Auswahl jetzt noch ein bisschen verändern möchten, dann können wir zum Beispiel mit der Tastenkombination STRG und T, dann bekommen wir hier so einen Rahmen und dann können wir diese Auswahl verschieben, so wie wir es möchten. Oder mit gedrückter Umstelltaste kann man auch jetzt die Auswahl noch vergrößern oder verkleinern, so wie man es gerne hätte. Jetzt haben wir hier mit dieser Auswahl natürlich eine sehr harte Kante und die bekommen wir jetzt weich oder können die Kante weich zeichnen, indem ich jetzt zum Beispiel hier auf die Maske doppelt klicke und kann man mit diesem Regler die weiche Kante jetzt bestimmen und die mache ich jetzt relativ weich, dass man eigentlich so gut wie nichts mehr erkennen kann von der Auswahl. So ungefähr. Man sieht ja nicht viel jetzt von der Auswahl, aber schaut mal, wenn ich jetzt hier mal ein- und ausblende, dann ist das doch sehr deutlich. Und das gefällt mir jetzt eigentlich schon so ganz gut. Und nun möchte ich jetzt noch ein bisschen mit Licht malen. Ich lege jetzt dazu noch einmal eine Tonwertkorrektur-Einstellungsebene an, gehe wieder ungefähr mit denselben Werten heller, also die Lichter ein bisschen, so ungefähr, ein bisschen viel, ein bisschen weniger. Diese Maske invertiere ich jetzt mit STRG und I, dann wähle ich jetzt mit der Taste B einen Pinsel aus, Vordergrundfarbe weiß, das heißt mit der Taste X wechsle ich auf die Vordergrundfarbe weiß und den Pinsel, den möchte ich jetzt nicht mit voller Deckkraft haben, aber das habe ich jetzt hier schon eingestellt, wie ich sehe, ungefähr 50% und auch Fluss auch ebenso ungefähr 50%. Dann male ich jetzt hier mal leicht über die Häuser drüber. Vielleicht auch hier bei dem Schilf die Spiegelung jetzt nicht vergessen, auch hier von dem Haus. So, dann können wir hier vielleicht noch beim Baum ein bisschen, hier noch ganz leicht, auch bei diesem Baum noch ein bisschen Licht reingeben. Und auch hier bei dieser Uferbefestigung, das sieht da ein bisschen aus, wie das Restlicht hier noch ein bisschen drauf fällt. Und dann vielleicht auch im Vordergrund bei diesen Steinen hier, damit die noch ein bisschen mehr betont werden. Vielleicht auch hier auf der Wiese noch ein bisschen, ganz leicht. Und ich denke, so beim Schilf können wir auch noch ein bisschen machen. So sieht das jetzt eigentlich wahrscheinlich nicht schlecht aus. Das heißt, ich blende hier mal ein und aus und seht ihr, jetzt wirkt das Bild gleich ein bisschen lebendiger. Zur abschließenden Harmonisierung lege ich jetzt noch eine weitere Color Lookup Einstellungsebene an. Dazu nehme ich jetzt Crisp Warm und reduziert die Deckkraft hier sehr stark, auch so auf ca. 12, 13% so ungefähr. Und dadurch wirkt jetzt das Bild gleich noch etwas intensiver.
Mit der Tastenkombination Steuerung Alt, Shift und E lege ich jetzt mal alle Ebenen auf eine zusammen. Zum Schluss möchte ich jetzt noch ganz kurz das Thema Nachschärfen in Photoshop ansprechen. Photoshop bietet zum Nachschärfen eine Vielzahl von Möglichkeiten an. Hier möchte ich jetzt auf eine Möglichkeit aufmerksam machen, die vermutlich nicht so häufig angewendet wird, die aber super Ergebnisse liefert. Ich gehe jetzt hier mal zu Filter, Scharfzeichnungsfilter, Verwacklung reduzieren. Das mit dem Verwacklung reduzieren funktioniert zwar nicht so optimal, wie es eigentlich gedacht ist, aber man kann damit scharfe Bilder noch scharfer machen. Wenn man jetzt hier auch mal auf das Vorschaufenster klickt, das heißt, ich kann jetzt hier mal noch ein bisschen verschieben, damit man das besser sieht. So ist es nachgeschärft. Und wenn ich hier mal draufklicke, so ist die Schärfe weg. Das ist jetzt eigentlich schon sehr heftig, aber das ist jetzt auch eine starke Vergrößerung. Und mit diesen beiden Reglern, da kann man jetzt das Ganze noch feiner abstimmen. Aber wie gesagt, ich kratze jetzt nur an der Oberfläche. Für detaillierte Informationen zu diesem Werkzeug empfehle ich, dass ihr jetzt unbedingt das YouTube-Video von Pavel und Mio anschaut. Und das Video heißt Special Effects in Photoshop Nachschärfen Deluxe. Ich bestätige jetzt mal mit OK. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis das Bild berechnet wird. So, da wären wir jetzt also. Ich möchte jetzt diese Schärfe natürlich nicht über das ganze Bild haben. Ihr seht hier, die Wolken sind jetzt fast schon ein bisschen überschärft, überzeichnet. Deshalb lege ich jetzt mal für diese Ebene eine Maske an, invertiere sie mit STRG und I, wähle jetzt wieder einen weißen Pinsel aus, mit der Taste B Pinsel, weiß haben wir schon, gehen jetzt aber auf die Deckkraft mit 100%, Fluss ebenso 100%. Und jetzt male ich nur mal den Pinsel mal ein bisschen größer über diese Stellen, wo ich nachschärfen möchte. Den Himmel erwischen wir jetzt eigentlich nicht. Auf dem Wasser muss jetzt auch nicht unbedingt scharf sein, aber hier im Vordergrund auf der Wiese. Und so kann man jetzt wirklich gezielt nachschärfen. Als Abschluss würde ich jetzt noch eine Vignette anlegen. Und das mache ich jetzt einfach nochmal so. Nochmal mit der Tastenkombination STRG Alt Shift E lege ich noch einmal eine neue Ebene an, gehe hier auf Filter, Kamera RAW Filter, dann gehen wir hier auf den Reiter FX und können hier die Vignette erstellen. Das heißt, ich gehe mal hier nach oben, die Stärke nehme ich, sagen wir mal so 20-20 und dann lege ich immer noch eine weiche Kante an, damit die Vignette nicht zu stark wirkt oder zu hart wirkt. Und da gehe ich meistens so 80, 90 bis 100% auch. Bestätige mit OK und dann wären wir hier so. Und jetzt schauen wir uns einmal den Vorher- und Nachher-Vergleich an. Gehen wir mal zur Hintergrundebene. Ich halte die Alt-Taste gedrückt und klicke auf das Auge der Hintergrundebene. Das ist jetzt also die Bearbeitung nach Kamera RAW. Und das hier ist, was wir hier jetzt in Photoshop gemacht haben. Ich denke, das kann sich so sehen lassen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Bearbeiten eurer Bilder. Bis bald mal wieder. Ciao, euer Gerhard. Gerhard, das war intensiv. Ja. Wie lange hast du damals gebraucht bei der ersten Version ungefähr? Zum Bearbeiten? Ja. Die ging jetzt sogar relativ schnell. Mhm. Aber ich wundere mich immer bei so Kommentaren, wo das ist viel zu viel Arbeit. Aber diese Arbeit macht Spaß, ja. Bildbearbeiten. Ja, ja, eben. Und es kann bei mir ist im Schnitt trotzdem immer eine Stunde. Ich denke, da war es jetzt in der Urversion eine halbe Stunde ungefähr. Okay, gut. So ungefähr. Ja, bei uns ist es auch so, man macht es ja nicht, weil es sozusagen in dem Fall Arbeit ist, wo man nach dem Motto, je länger man braucht, desto mehr Geld verliert man. Nee. Sondern es ist Teil vom Spaß. Richtig. Und dann hat man auch jetzt nicht ein klares Ziel vor Augen, sondern probiert ein bisschen links, probiert ein bisschen rechts. Und irgendwann findet sich dann die Version. Genau. Von daher, wenn wir sozusagen solche Kommentare oder solche Fragen sehen, wie lange habt ihr dafür gebraucht, das sind Orientierungswerte. Wenn wir den Spaß abziehen, ist es halt doch dann so 10, 15, 20 Minuten, je nachdem wie komplex. Es ist ja kein hartes Composing, es ist wirklich eine Veredelung von Naturlandschaften. Richtig, und manchmal ist auch die Situation, ich probiere von mir aus einen Color Look ab, Color Look aus. Und dann denke ich, ja, doch nicht so wieder weg. Und das, wenn man das alles zusammenrechnet, kostet so ein bisschen Zeit. Aber es macht Spaß. Und wenn ich ein Bild male, das dauert ja auch. Es ist dann, wo du misst es dann wahrscheinlich daran nach dem Motto, Gerhard, wann kommst du wieder?
Ja, wenn man dann sozusagen schon wieder die Zeit vergisst und in sich in der Bearbeitung verliert. Genau. Aber wie gesagt, ihr seht, also uns macht es auch Spaß, euch hoffentlich auch. Und wenn ihr mehr lernen wollt, wie man die Bilder bearbeitet, wie man sie veredelt, schaut bei uns auf YouTube. Da gibt es jede Menge Videos, so wie das von Onkel Gerhard oder von uns. Oder bei uns im Shop, wenn ihr halt etwas größere Werke haben wollt, die etwas länger gehen und auch pädagogisch und didaktisch einen größeren Bogen aufspannen. Schaut rein, gibt immer wieder was Neues. Und ansonsten, wer sozusagen, naja, in diesen Tagen ein bisschen schwer, aber Face-to-Face haben möchte, dann Online-Workshop. Links, die Links zu den Workshops sind unten in der Videobeschreibung drin. Schaut einfach nach, vielleicht ist etwas für euch dabei. Ansonsten, Hauptsache, ihr habt Spaß, so wie wir zwei. Ja, mal klar, einen Schluck Wasser. Wasser. Gern. Also Hauptsache, ihr habt Spaß. Und ihr dürft auch gerne ein Schlückchen dabei trinken, dann werden die Bilder ein bisschen bunter. Und also ihr seht, wir sind heute alle so in so ein bisschen gedeckten Farben. Ja? Ich habe heute noch nichts zu sagen. Das kommt selten vor. Das hat aber nicht damit zu tun, dass er so ein bisschen schüchtern ist, weil das ist er nicht. Sondern wir haben nur zwei Mikrofone, die sozusagen in die Sendeeinheit reingehen und zum iPhone, was gerade filmt. Wobei geht, damit haben wir auch die Technikfragen beantwortet. Ich bin dazu nur gekommen, um zu sagen, grüßt Oma. Ah, grüßt Oma. Stimmt. Also mein Part ist immer, trink da drüber nach. Und grüße, bei dir grüßt Oma. Also jetzt haben wir alle gegrüßt. Also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao. Ciao.